eigentlich eine Band, die live spielt, also nicht Playback. Ne? Playback ist, wenn das Tonband läuft und alle machen und tun so, als ob. Unsere Band heute Abend spielt live und gleich zwei Songs. Es ist die New Model Army aus England, aus Bradford in Yorkshire, um genau zu sein. Die sind dort schon sehr bekannt. Jetzt touren sie in Deutschland und wir hören sofort und gleich ihren ersten Song, The 51st State. Look out of your windows, watch the skies. Read all the instructions with bright blue eyes. We're WISPs, yeah, proud American sons. We know how to clean our teeth and how to strip down a gun, cause we're the 51st States of America. Yeah, we're the 51st States of America. Spangled Union Jack that is so proud. Over the dancing heads of the merry patriotic crowd. Yeah, tip your hat to the Yankee conquerors. We got no reds under the bed, with guns under our pillows, with our 51st States of America. Opportunities. Watch us revel in our liberties. Well, you can say what you like, but it doesn't change anything. Cause the corridors of power, they're an ocean wide. We're the 51st States of America. Why, yeah, this is the 51st States of America. Ja, also eins sage ich euch, so ein richtiger Live-Sound hier im Studio, das ist schon eine tolle Sache. Wir hören sie nachher gleich nochmal. Jetzt aber zu unserer Diskussion. Ich dachte, Model Army, was heißt das? Das resultiert aus einer historischen Begebenheit, nämlich dem englischen Bürgerkrieg im 17. Jahrhundert. Da gab es eine Gruppierung, die hieß so New Model Army, und das war eine radikal-demokratische Gruppe. Und ein Teil dieser Gruppe, die nannten sich The Levellers. Und unser Sänger, der heißt Slate the Leveler. Das heißt, er bezieht sich auf dieses historische Ereignis. Nur kurz zur Erklärung, warum die Jungs so heißen. Ja, Slate, an dich die erste Frage. Wir haben gerade über Religion gesprochen, über Religiosität, über Glauben. Soviel ich weiß, stammst auch du aus einer religiösen Familie, aus einer Familie von Quäkern. Was hast du denn für eine Beziehung zum Glauben? I'm born again pagan. Ich bin ein Heide, ein wiedergeborener Heide. Understand? Yeah. Das ist natürlich genau, das natürlich, ich verstehe das schon, das ist natürlich nur genau das Gegenteil eines Christen. No. Nein, nein. It's the same source that Christianity comes from. Dasselbe, dieselbe Quelle, aus der auch das Christentum, der Islam kommen, Hinduismus, alle Indianerstämme glauben daran. Und wir haben in Europa auch daran geglaubt, bevor das Christentum daherkam und alles Ich muss immer im Moment warten für die Übersetzung. Also der letzte Satz war, bevor das Christentum alles kaputt gemacht hat, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? Das heißt, du glaubst mehr an eine Form von genereller Spiritualität als an als eine festgefügte Religion. I didn't get that one. My earpiece is too slow here. Das habe ich nicht verstanden. Sorry about that, I missed that one. Okay, übersetzen Sie nochmal. Also Sie haben es nicht verstanden. Also ich sage es nochmal. Er glaubt mehr an eine grundsätzliche Spiritualität als an eine bestimmte Religion. Meine Vermutung. Oh yeah, all this Christianity with God outside the earth, ja, is all a lot of rubbish. Dieser Gott, der da oben schweben soll, das ist alles Quatsch. If you want a miracle, wenn Sie ein Wunder haben wollen, dann schauen Sie sich die Sonne morgens an.
Wenn sie ein Gesetz haben wollen, dann heißt das, Frühjahr kommt nach dem Winter. Das sind Gesetze für mich. Das heißt, du liebst die Natur. Das ist auch der Grund, weshalb du und alle deine Bandmitglieder nicht in London leben, sondern auf dem Land. Jetzt aber zu eurer Musik und zu euren Texten. Man sagt, eure Texte sind kritisch. Du schreibst die alle. Welche Themen beschäftigen dich denn bei diesen Texten und in diesen Liedern? Alles. Alles. Er spricht nämlich auch Deutsch. Das ist im Grunde totaler Quatsch, dass wir hier mit Simultanübersetzer arbeiten. Ich würde ihn leidlich verstehen, weil er spricht nicht so furchtbar Cockney und er spricht nämlich ganz gut Deutsch. So, also von was schreibst du? Was sind deine Themen? Everything. Really. Alles, alles, wirklich. Alles, alles, das was in der Welt vorkommt. Zum Beispiel Spiritual songs, spirituelle Lieder, songs geistige Lieder, politische Lieder, together, you know? Lieder darüber, wie wir uns fühlen zusammen. Oder wie es sich anfühlt, 1987 zu leben. Hast du denn einen Anhaltspunkt darüber, wie eure Zuhörer darauf reagieren, ob die das überhaupt kapieren, dass dieser Text mehr aussagt als Liebe und Triebe? Also hören die wirklich auf die Texte oder wollen die immer nur die Musik hören? You must ask them. Da musst du sie schon selber fragen, nicht mich. You ask them, they're all over there. Da drüben sind sie alle. Frag sie doch. Gut, wir fragen sie gleich. Vielleicht sagst du uns kurz was zu dem Song The 51st State, was da der Inhalt ist, und dann auch zu dem nächsten, den ihr gleich spielen wollt. It's a prophecy about England and also Germany. Wir prophezeien etwas über England und Deutschland, über Europa und auch den Rest der Welt, dass wir alle irgendwann mal Staaten von Amerika werden. Bisher stimmt es zwar noch nicht, und ich hoffe, dass es auch weiterhin nicht stimmen darf. Also England als 51. Staat der USA. Und was ist mit The Poison Street, was jetzt der nächste Titel ist? Oh, Poison Street, that's about getting drunk, going out and spitting at the world. Das geht darum, sich zu betrinken und der Welt einen ins Auge zu hauen. Das heißt, es ist nicht nur kritisch, sondern ihr habt auch irgendwie so die ganz ursprüngliche Verbindung zum Leben noch behalten, ja? I'm a human being, you know? Ja, ich bin ja ein Mensch schließlich. Du bist auch nur ein Mensch und deine Band auch. Geht schon mal auf die Bühne. Ich mache eine kleine Ansage in eigener Sache. Und zwar möchten wir gerne in nächster Zeit eine Sendung machen zum Thema Ausreden. Faule Ausreden, witzige Ausreden, raffinierte Ausreden, Notlügen aller Art. Vielleicht fällt euch ja was dazu ein, dann schreibt uns bitte. Ich sehe ein, es fällt schwer, die eigenen Tricks zu verraten, aber vielleicht traut ihr euch ja doch. Und vielleicht hat auch der eine oder andere von euch Lust, an der Sendung teilzunehmen. Auch der soll uns bitte schreiben. Wir freuen uns wie immer über sehr viel Post. Und damit darf ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt hören wir nochmal, das heißt, ich muss ganz schnell noch was sagen. Die New Model Army, die euch sicher gleich nochmal gefällt, spielt morgen, und zwar in Dortmund im Live Station. Und jetzt verabschieden sie sich mit ihrem Titel Poison Street. Tschüss! Achtung, Achtung! We were singing in the rain, like we invented sin. There's a light in the sky, from a million seasons. And we were dancing on the steps, from all those overtime reviews. Running down the hill, in our hearts. We were singing in the rain, yeah, like we were dancing.
It's too fine for me.